Bigger, bigger. Wann haben eigentlich deine Ussis Geburtstag? Dies ist eine wirklich interessante Frage und als ich sie das erste Mal sah, dachte ich mir nur so, wow, da hat sich mal wirklich jemand Mühe gegeben. Und da habe ich mir gedacht, dass ich diese Frage mal in einem Video beantworten werde. Bevor ich aber diese Frage beantworten werde, dachte ich mir im Großen und Ganzen mal, erkläre ich, was für mich Ussis überhaupt sind und was sie für mich bedeuten. Ich denke mal, viele von euch werden schon bemerkt haben, was meine Ussis für mich repräsentieren. Wer mein Hörspiel, die Ussis in meinem Kopf gehört hat, hat eine etwaige Vorstellung davon. Doch hinter dem Ganzen steht etwas mehr als nur die Aufteilung meines eigenen Ichs. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist eigentlich ein Ussi? Ussi bedeutet im Groben einfach nur Own Character, also sprich einen eigenen Charakter, den man für ein Spiel, eine Serie oder was auch immer erstellt hat. Genauer hat das mal Bluetail in einem Video erklärt und frecherweise werde ich dieses Video einfach mal hier verlinken. Die meisten verbinden damit ihren Eintritt in die Welt oder wollen sich quasi in einem Fandom damit repräsentieren. Einige von ihnen schreiben eine umfassende Geschichte zu ihren Ussis und sowas finde ich schon klasse. Sowas sollte eigentlich Standard sein, aber ich will auch niemanden verurteilen, der keine Storys oder sowas schreiben kann. Also, was soll's. Meine Ussis haben immer etwas von mir. Als Beispiel mal Flashpen, die meine kreative Seite zeigt. Und Binary, der etwas hitzköpfige und nervtötende. Oder auch der Gamer. Jedes meiner Ussis hat dabei eine eigene Hintergrundgeschichte. Wünsche, Ziele im Leben, Eltern, ja sogar sexuelle Vorlieben, Verluste, Ängste und Dinge, die irgendwo mit zum Leben gehören. Positives sowie auch Negatives. Alles hier ausführlich zu erwähnen, wäre natürlich etwas übertrieben. Aber aufgeschrieben habe ich längst noch nicht alles. Das werde ich irgendwann mal irgendwie irgendwo in meinem Hörspiel erklären und erwähnen. Doch nun komme ich mal zu dem, weshalb ich das Video eigentlich gemacht habe. Auf Ask.fm kam die Frage, wann meine Ussis Geburtstag haben. Und um ehrlich zu sein, weiß ich das gar nicht. Meine Ussis schossen mir irgendwann mal ein und das auch noch zu den unterschiedlichsten Zeiten. Einige entstanden, als ich gerade am Arbeiten war, andere wiederum, als ich gerade unterwegs war und wieder andere, als ich am Zocken war. Dabei kann ich natürlich nicht jederzeit mit Stift und Papier bereit sitzen, nur um es mir dann aufzuschreiben, wenn mir mal was einfällt. Weshalb ich mir einfach mal gedacht habe, dass ich das Veröffentlichungsdatum nehmen werde. Also da hätten wir Koshi, Sparks, Aiden, Moon, Flashpen, Binary und Dancelight. Und zwei Ussis, die es bisher nur in einer Story gibt. Und die hier erstmal nicht erwähnt werden. Zwinker Smiley. Also, Koshi wurde damit am 17.02.2008, Sparks am 28.02.2008, Moon 2.04.2011, Aiden 21.05.2011, Flashpen 27.02.2013, Binary 24.06.2013 und Dancelight am 13.01.2014 geboren. Ich denke mal, damit habe ich die Frage wohl ganz gut beantwortet. Und mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Deswegen, adios!